Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory 3. Wir sind gerade beim External Storage am Bauen, also halt das Panel, das man braucht, um mehr Sachen herzustellen. So, ich muss kurz schauen, was wir jetzt brauchen noch. Da brauche ich jetzt einen Basic Prozessor und Quarz. Basic Prozessor und Quarz. Ein paar hergestellt jetzt. So, den blauen, den gelben fehlt jetzt noch. Printed Silikon und Printed Gelbe. Printed Silikon. Okay, wie mache ich für Printed Silikon? Ach, einfach Silikon nochmal schmelzen. Okay. Ja gut, das kriegen wir hin. Gehen wir nochmal runter. In dem Fall. Entsprechend. So. Printed Silikon brennen. Genau. Da haben wir ein bisschen wieder was. Bei alles werde mich als verhauen. Sehr schön. Es läuft. Aha, aha. Der Ghoul ist schon wieder weg, der war vorhin mal kurz da. Hat sich schön verabschiedet anscheinend. Ja. So langsam kann ich wohl doch einen Fahrstuhl bauen. Ich sehe hier oft, die hier hochrenne. So, okay. Also, das war jetzt Printed Silikon, Redstone und das Gelbe. Also, Printed Silikon, Redstone, das geht nicht, was? Hä? Ah, nee, ich brauche einen kleinen nur. Den hier. So, und Redstone. So, dann müssen wir gleich wieder Redstone holen. Das ist der Kamm hier wieder. Und der nämlich ausgeht. So, okay. So, haben wir jetzt eigentlich alles zum Bauen? Mal kurz schauen. Wir brauchen noch... Ich vermute jetzt mal irgendwelche... Also wir haben noch Glas, Redstone und auch dieses Eisen. Glas, Redstone. So, Leitung haben wir jetzt auch. So. Oh mein Gott. Wollte ich gar nicht aufsplitten, so. Dann brauchen wir eine Truhe noch. Kurz überlegen. 8, 16. So, Crafting Table. So. Also eine Leitung in der Mitte. Zack. Dann oben blau-rot. Blau-rot. Und gelb. Das ist dieses... Eisen angereichertes Quarz. So, sehr schön. Okay, und ich dachte, ich habe das Gefühl, man musste doch damals immer das Ding an eine Leitung pappen. So. Was? Huh? Muss ich das jetzt verstehen? Moment mal, was ist das genau? External Storage. Brauche ich das, um das Ding da anzuschließen, eventuell? Wir werden es gleich sehen. Da baue ich jetzt mal kurz den Arm hin. So, und dann baue ich jetzt diese Storage. Schauen, die Storage. Wow, kann ich meine eigene Geschichte nicht mehr lesen. DP oder wie? Storage. Quantum Storage, was ist das? Jetzt habe ich hier die Storage P. Fast Storage und... Oh je, ich weiß nicht mehr, was es war. Nee, das war es nicht. NRO war es nicht. Nee. Nee. Remote Storage Terminal. Ich bin ein bisschen überlegt. Das keine Crafting Storage. Fast Storage Unit. Ich glaube, es war das hier. Die Quantum Storage. Ah ja, genau, das war's, genau. Mit Enderperlen und Obsidian Chests, genau. Und das Machine Cass, okay. Da brauchen wir Machine Cass. Basic Kompensator. Ich glaube, von denen haben wir noch irgendwo. Die Frage ist nur, wo. Ich glaube, hier unten dran. Double Layer. Oh, ich habe alle verbaut wahrscheinlich, ne? Das könnte natürlich sein. Also wir brauchen für Basic Kompensatoren brauchen wir jetzt Kupfer, Redstone und Gold. Kupfer. Ja, jetzt wird es schon wieder voll. So, Kupfer, Redstone und Gold. Kupfer, Redstone und Gold. Das kann vielleicht schon reichen, wären es zwei. So, müssen wir zur Crafting Table hin. Wo kann ich hier schon craften? Kupfer, Redstone, Redstone machen wir so. So, den hätten wir mal. Na, jetzt kannst du das, genau. Dann Eisengitter. Dann brauchen wir jetzt Eisenbahn. Ouch. Und da ist ein Dragu wieder. So, habe ich das 6, ja. Wir haben gerade nur 1K Größe Platz bei uns. Ja, genau, das meinte ich so. Okay, das ist auch rein, so. Silikon rein, das rein, das rein, so. Und wie viel Platz ist voll, ist es jetzt schon? 41%, okay. Gut, dann schauen wir weiter. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, Eisengitter. So. Die Gitter hätten wir mal. Jetzt Eisenbahn und das Ding in der Mitte. Was übt denn unser Drago, dass der ganze Zeit aufgeht? Irgendwas macht er. So. Das Käse hätten wir mal. Dann Obsidian-Truhe. Wie heftig, wir brauchen zuerst Holztruhen. Okay, weg damit, so. So, wie viel Kisten? 16 Kisten haben wir jetzt. So, dann, falsch. 16 Kisten. Oh Mann. 16 Kisten. Warum Eisen? Gibt's eine Eisentruhe. Okay, 14 Eisentruhen. Dann... Falsch. Mein Gott, wie oft will ich denn da drauf noch klicken? Dann brauchen wir Goldbarren. Die haben auch schon verlegt, ne? Autsch. So, somit hätten wir das auch schon mal. Komisch. Okay, dann. So, da haben wir Goldtruhen. Und jetzt aus der Goldtruhe brauchen wir Glas und Diamanten. Ja, ich sehe schon das Problem, wir brauchen jetzt Glas, okay. Glas brauchen wir. An die würde ich jetzt sagen, Rem. Oh Mann. Oh was? So. Das rein. Was? I tried to read, left the game, tried to read MB tag that were too big, tried to allocate. Also kann schon sein, das Ganze, also ich muss schon sagen, Sky Factory ist echt viel, echt ressourcenlastig. Vielleicht müsste unser Dragoon einfach mal, ja, wegen aus. Aber man den Rechner neu starten, das könnte auch schon einiges bewirken. So, Glas haben wir auch schon wieder. Was, Diamanten brauchen wir noch? Noch 2 Stacks mit. Wir haben sie im Moment noch. Wenn das gut läuft, haben wir vielleicht dafür für später Diamantenhühner. So, okay, dann bauen wir weiter. Also wir brauchen jetzt für Diamant-Chest brauchen wir Gold-Chest, okay. Also die Gold-Chest, Diamanten links und rechts, der Rest mit Glas versehen. Genau. So, dann aus der Diamant-Chest mit Obsidian umkleiden. Obsidian. Ich habe gar kein Obsidian mehr auf Tasch. Da müssen wir kurz einen Maker bauen. Schauen, wie ich es am besten, wo ich es am besten mache. Wir haben auch keinen Tank mehr auf Taschen, ne? Hatte ja viel mit Tanks geregelt, die immer voll waren. Ja gut, müsste ja trotzdem funktionieren. Okay, machen wir einen Barrel. Machen wir hier einen Barrel rein. Warte mal, ich will kurz schauen. Stone Barrel. Habe ich noch einen den Stone Barrel irgendwo hier zur Seite gelegt? Crucible brauche ich nicht, ich brauche einen Stone Barrel. Lass mich nur kurz einbauen. Leitung habe ich noch genug. Was Fluid? Wir brauchen Fluidleitung. Endofluid Kontakt, ja. Dann einen Kessel können wir auch brauchen. Kessel. Kessel müssen wir mit Wasser füllen. So. Dann. Ich glaube, wir haben keinen. Wir haben keine Steinbarrel mehr übrig. Ich muss kurz ein bisschen Cobblestone haben. Okay, dann denke ich, das Steinbarrel müsste eigentlich selbst so gehen. Und ein Hauslab drunter. So. Jetzt will ich wahrscheinlich das Ganze am Cobble machen, damit es funktioniert. Wir brauchen gebrannten Stein, ich glaube es ja nicht. Ja, dann Cleanstone haben wir, ja, da kann man vernichten. Cleanstone haben wir hier vorne. Hier vorne. Werde das tue ich ja hier brennen und habe gebrannt. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert mit Cleanstone. Okay, wir haben einen Barrel. So. Okay, dann legen wir die mal rein. So. Dann die Fluid. Warte mal. Die tun wir hier rein. Die Fluid Kontakt. Und hier machen wir Insert. Gut, mit Lava gefüllt. Sehr gut. Dann bauen wir hier zu. Ja, wir haben sehr viel von diesen Steinen. Okay. Okay, warte, wir machen jetzt daraus ja Obsidian. Das heißt, wir werden jetzt hier eine. Oder hinten raus, okay, da hat er echt Probleme gerade. Extrakt. Okay. So geht das jetzt, wenn ich das so mache? Ah, warte, das ist natürlich irgendwo. Das muss ja irgendwo rein noch. Ja, jetzt kann ich natürlich das so nicht steuern, weil das natürlich auf Anhieb auf Extract ist. So, so dann mache ich hier Insert. Sehr gut. Jetzt tust du nämlich hier Obsidian herstellen. Wir haben schon, ach, brauchen wir schon so viel? Ach du Scheiße. Okay, mit. Oh. schon das maximale Male an RAM zugeteilt. Je nachdem kann ein Java Update helfen. So, okay. Okay, dann haben wir dann brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Jetzt haben wir eigentlich schon alles dafür. Enderperlen, das Self-in Storage, das Eisen ist hier drüben noch, ne? Ja, das Problem. Wir haben so wenig Eisen noch auf Tasch. Das wird doof jetzt. Da kommen wir zu nichts. Na gut, für eine Kiste reicht es mindestens. Ah ne, ich habe so ein Update nicht gemacht, ich Depp. Ja, Diamant. So, rundherum. Obsidian, zack. Ah, okay, reicht da eh nicht klar für alle. So. Dann der Maschinenblock. Ich habe extra die Maschinenblöcke, sehe ich gerade. Kann eh nichts anderes machen. Okay, jetzt habe ich falsch gebaut. Normales Eisen. Ach so. Ich brauche Eisen. Ich hatte das früher auch immer, wenn ich die Schmelze aktiviert hatte, bin ich früher auch immer rausgeflogen. Ich weiß nicht genau, was das liegt. Das war echt kurios immer. Das war beim Modpack, wie habe ich das? Karma, damals war das Problem. Da musste ich die Schmelze automatisch begießen lassen, weil ich nicht reingucken konnte. Und schade. Ja, da hat er jetzt echt ein Problem, wenn das jetzt so ist. Er hat ja alles auf Storage umgestellt. Das ist jetzt doof, wenn das Modpack nicht funktioniert. Der da jetzt immer rausfliegt. So. Sehr gut. Jetzt habe ich nämlich die Quantum Storage Box. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die zu wenden. Kann ich die Sache so ranpacken? Was? Wie soll das funktioniert? In? Kabel? Kabel? Nee, oder? Jetzt habe ich sie zerstört. Ich Depp, ich glaube, das Ding zerstört. Ja, will ich dann aufs Gebiet eine bauen. Ja, aber jetzt wollen wir mal. Hä? Wie geht das jetzt? Quantum Storage Unit. Okay, ich habe das Gefühl, jetzt müsste ich die Wiki so miteinander verbinden. Naja. Na gut, die Folge ist mal zuerst zu Ende. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.